Hallo. Na Jungs, was trinken wir? Bier? Ey, Quagmire, erzähl eine von deinen berühmten Sexgeschichten. Du kannst gehen, Peter. Ah, du meinst, ich kann was, was Joe nicht kann. Da willst du über Freunde zeigen, dass man sich mag. Wir haben von Strikers Tod erfahren. Ah, verdammt. Ja, gib es auf. Wir wissen, dass du nur hier bist, weil es deinen coolen Freund nicht mehr gibt. Wir sitzen nicht drauf, deine zweite Wahl zu sein. Das heißt, wir stehen nicht drauf. Bei mir nicht, aber hör zu. Du musst Zeit mit mir verbringen, ohne auf dein Handy zu starren. Gib mir deins. Das habe ich nach einer Ente geworfen. Verzeihung, können Sie uns helfen? Wir müssen zurück nach Quahog. Wenn Sie wollen, kann ich Sie gern zur Bushaltestelle bringen. Wirklich? Oh, wir sind Ihnen sehr dankbar. Das ist das Netteste, was jemand für mich getan hat seit dem Vatertagsgeschenk von meinen Kindern. Oh, eine Krawatte. Perfekt. Die ist von uns allen. Hey, Mord, gibt's diese Zäpfchen auch in anderen Geschmacksrichtungen? Peter, isst du die etwa? Nein, ich schieb sie mir in den Arsch. Natürlich esse ich sie. Gib mir eine Kiste voll. Es ist Monatsende und deswegen wird fällig, was du angeschrieben hast. Du schuldest mir $34.000. Was? Oh Mann, wo soll ich denn bitte so viel Geld herbekommen? Peter, ich warte. Na gut, warte. Ich habe eine andere Idee. Willst du mir meine Tochter abkaufen? Hä? Jetzt im Ernst, wir dürfen es nicht treiben. Für wie lange? Ich weiß nicht. Sie sollte für ein paar Wochen frisch bleiben. Ein paar Wochen? Komm schon, du weißt, dass ich nicht auf Sachen warten kann. Und gleich sind wir wieder da mit Laverne und Shirley. Aber ich will es jetzt! Oh, das fühlt sich gut an. Peter, du bist ein Magier. Dankeschön. Lois mag meine Zehennägel nicht, weil sie nachts von ihnen aufgespießt wird. Hörst du das, Lois? Jemand mag meine Zehennägel. Schön für dich, Peter. Schön für diese Familie. Schön für uns alle. Mom, Dad, ich habe für meinen Aufsatz eine 1 bekommen. Das ist ja wundervoll, Schatz. Gratuliere, Chris. Worüber hast du geschrieben? Ich glaube, es ist überall schwer, erwachsen zu werden. Hey, Dad, mein Enthaltsamkeitsring. Ich habe den Schwur geleistet, keinen Sex zu haben. Bist du verrückt? Du darfst Sex nicht aufgeben. Du hast eine Verpflichtung. Du bist das, was man die ideale Übungsmatratze nennt. Dad, lies dir die Wahrheit über Sex durch. Wenn du Sex hast, wird dein Penis abfallen und in einer anderen Dimension landen, die nur von Hunden bevölkert ist, die ihn auffressen werden. Also das würde ich gern vermeiden. Oh, hier, Lungersturm. Hey, gib mir Kohle, ich hab ein cooles Halstuch gesehen. Was läuft denn hier für eine Scheiße? Hör gut zu, du Rüpel. Nur zur Info, Brenda hat gerade beschlossen, dich zu verlassen. Ein Scheißdreck hat sie. Hast du es ihnen gesagt? Noch nicht, nein. Hört mal her, ich hab tolle Neuigkeiten. Jeff und ich werden heiraten. Ich würde euch den Ring zeigen, aber erst unter der Schiene. Mein Finger ist die Treppe runtergefallen. Ihr zwei wollt heiraten? Ja. Und um die Wahrheit zu verbergen. Mann, du hast wohl vor, mit diesem Mohnkorn zwischen den Zähnen weiterzureden, was? Na egal, was schlägst du vor? Folgen wir ihm, dann finden wir es raus. Okay, aber ich kann nur bis 7. Ich muss mit der Polizei über die Schießerei sprechen, die ich gesehen habe. Großer Gott, geht's Ihnen gut? Wenn ich sterbe, kaufen Sie für $2 Blumen und legen Sie sie hierher. Hier ein Foto von mir aus der 4. Klasse. Lennen Sie es an eine billige Kerze. Soll ich einen Krankenwagen rufen? Nein. Believe it or not, I'm walking on air. I never thought I could be so free. Flying away on a wing and a prayer. Who could it be? Could it be? Believe it or not, it's just... Oh! Klasse, Peter! Du hast eine tolle Rampe gebaut, Joe. Wenn ich mich mit was auskenne, sind es Rampen. Gut, sind Sie fertig? Ich will das nicht! Los! Das ist genau so gelaufen, wie ich wollte. Ich hätte gern ein Chocolate Chip Cookie. Elmar? Was, Mom? Du hast versprochen, ich kriege einen Keks, wenn ich mit den OPs fertig bin. Bist du's? Ja. Mit allen? Geh sofort zurück. Ich mach's ja, ist doch egal, wann ich's mache. Oh Gott, ich bin so nervös. Zum Glück ist Dewey zu klein, um das zu verstehen. Seht nur, wie friedlich er dieses Spiel spielt. Ah, 3. Okay, 1, 2... Sorry! Sorry, das Brettspiel, das dir beibringt, ein Arsch zu sein. Dr. Hartman, ist alles mit meinem Dad in Ordnung? Ich fürchte, wir haben ihn verloren. Was? Okay, Leute, heute Abend gucken wir uns was echt Tolles an. Ach, wir kennen deine Videoclip-Sammlung schon, Brian. Shatner singt Rocketman, der besoffene Orson Welles in dieser Werbung, Sylvester Stallone in diesem Porno und Bill Cosby verprügelt einen Zwerg. An das Letzte erinnere ich mich nicht. Es ist voll brutal, er hatte nicht mal einen Grund dazu. Ehrlich, der arme kleine Kerl sitzt da und isst sein Lunchpaket und Bill Cosby kommt plötzlich angerannt und schlägt auf ihn ein. Ist der Typ nicht gestorben? Tja,
Jetzt ist es rum. Niemand möchte mehr gegen Chris wetten. Verdammt, ich kann nicht glauben, dass mein Kind kein Geld mehr für uns verdient. Ich komme mir vor wie Jessica Simpsons Dad. Es gibt eine Menge Leute, die auf einen Sieg der James Woods High School tippen wollen. So viel ist klar. Das heißt, wir können nur noch Geld gewinnen, wenn Chris verliert. Moment mal, Joe. Das ist es. Wir müssen nur all diese Wetten annehmen und Chris dazu bringen, dass er abkackt. Sekunde mal, du willst deinen eigenen Sohn bitten, dass er absichtlich verliert?